Hallo, liebe Hausbauhelden. Das Thema Doppelhausbauen ist stark im Kommen. Kein Wunder, man kann damit Kosten sparen und mit einem kleineren Grundstück auskommen. Wenn man Freunde hat, mit denen man zusammenbauen möchte, kann man sich sehr gut abstimmen bei der Planung der Doppelhaushälften und hat im besten Fall dann außen ein stimmiges Gesamtbild und innen alle individuellen Wünsche verwirklicht. Wir zeigen euch heute so ein Projekt, nämlich ein als Fertighaus gebautes Doppelhaus von Meisterstück. Gemeinsam bauen, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das beschlossen zwei befreundete Paare im Urlaub 2019. Die Vorgaben? Eine Bauweise mit viel Holz, zwei Geschossen, großen Fenstern, offenen Wohnräumen, Kamin und Förderstandard Effizienzhaus 55 mit möglichst autarker und gasunabhängiger Energieversorgung. Der passende Fertighaushersteller war schnell gefunden. In Hamburg selbst fand sich leider kein bezahlbares Grundstück, aber im direkten Umland. Mit insgesamt 575 Quadratmetern Fläche und der Erlaubnis für den zweigeschossigen Bau bot das Grundstück perfekte Bedingungen für das geplante Doppelhaus. Wichtig: Die Grundflächenzahl war mit 0,35 hoch genug für ein solches Projekt, denn sie besagt, dass 35% der Fläche überbaut werden dürfen. Dazu zählen alle versiegelten Bereiche. Also war hier genug Raum für zweimal Zuwege, zwei Terrassen, den Carport mit Abstellraum bei Doppelhaushälfte 1 sowie die Doppelgarage mit Dachterrasse für Doppelhaushälfte 2. Nach dem Grundstückskauf im Sommer 2020 konnte das Haus im Frühjahr 2021 gestellt und im Juli bezogen werden. Das gesamte Doppelhaus hat Abmessungen von 11 x 13,50 m, ein 24 Grad geneigtes Satteldach mit Photovoltaikanlage und zwei Dachfenstern, welche die innenliegenden Treppenhäuser gut von oben belichten. Der mit 2,45 m Rohbaumaß wirklich hohe Kniestock ermöglicht oben vollwertige, offene und großzügige Räume. Die Terrassen wurden so angelegt, dass für jeden Privatsphäre möglich ist. Ein Vordach schafft Wetterschutz und Trennung der nebeneinander liegenden Haustüren und verbindet die Hälften gleichzeitig optisch. Obwohl von außen mit weißer Putzfassade, anthrazitgrauen Fenstern und Putzelementen ein einheitliches Bild entsteht, sind die Hälften nicht gleich groß. Die linke Hälfte ist 6,50 Meter breit und bietet insgesamt 112 Quadratmeter Wohnfläche. Die rechte ist 7 Meter breit und bietet 123 Quadratmeter. Die Grundrisse im Erdgeschoss sind vom Raumprogramm ähnlich, von der Aufteilung aber leicht unterschiedlich angelegt. Beide haben eine moderne, gerade Treppe an der Doppelhaustrennwand, eine separate Garderobe und einen Technikraum im Eingangsbereich. In der kleineren Hälfte findet hier noch ein Gäste-WC, in der größeren ein kleines Duschbad Platz. Wohnen, Essen und Kochen wurden offen gestaltet. In der Doppelhaushälfte 1 liegt die Küche in einer separaten Nische mit schmalem, bodentiefem Fenster. Helle Fronten und große, über Eck angeordnete Hebeschiebetüren schaffen ein helles Ambiente, das durch großformatige, quadratische Fliesen in Betonoptik kontrastiert wird. In Haushälfte 2 ist eine rote Wand mit Kaminanschluss das prägende Element. Insgesamt sind die Farben etwas dunkler gehalten. Das offen angeordnete Raumensemble entwickelt sich fließend von der Küche über den Essplatz bis hin zum Wohnbereich. Ein deckengleicher Unterzug aus Stahl im Bereich der Küche ermöglicht in beiden Haushälften diese große Öffnung der Räume. Oben unterscheiden sich die Grundrisse etwas stärker. Der Grundriss in Doppelhaushälfte 1 ist auf zwei Personen zugeschnitten. Das geräumige Schlafzimmer wird über die Ankleide betreten. Ein Bad mit bodengleicher Dusche und Wanne sowie ein Arbeitszimmer und ein praktischer Abstellraum vervollständigen das Raumangebot. Beide Obergeschosse profitieren von dem hohen Kniestock, dem Dachflächenfenster im Flur und dem Ausbau dachgleich Decke, der bis unter den First geöffnete Räume entstehen lässt. Auch in der zweiten Doppelhaushälfte ist der Flur durch ein Dachflächenfenster optimal belichtet. Außerdem wurden hier neben dem Schlafzimmer noch ein Arbeitszimmer und ein separates Gästezimmer eingeplant.
Die Ankleide wurde mit einer halbhohen Wand abgetrennt, sodass im Schlafzimmer ein noch großzügigerer Raumeindruck entsteht, als es durch den firsthohen Ausbau eh schon der Fall ist. Genug Raum für eine dunkle, ausdrucksstarke Mustertapete, die den Raum strukturiert. Das Bad ist mit bodengleicher Dusche und großer Wellnesswanne äußerst komfortabel ausgestattet. Eine Haushälfte wird mit Luft-Luft-Wärmepumpe, die andere mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe beheizt. Neben der PV-Anlage mit Stromspeicher ist die kleinere Hälfte zusätzlich auch mit Warmwasserkollektoren ausgestattet. Ich hoffe, da waren wieder ein paar Tipps für eure Hausplanung dabei. Wenn ihr euch die Grundrisse nochmal in Ruhe anschauen wollt, findet ihr wie immer in der Videobeschreibung den Link in unsere Hausdatenbank. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert am besten unseren Kanal. Mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.